Hallo, liebe Leute, was geht ab? Hier ist euer Redgumor und heute möchte ich euch das erste Video einer Serie zeigen. Eine Serie, die sich schöne Grüße an die damaligen Leute oder so ähnlich nennen wird. In diesen Videos werde ich euch von den Leuten erzählen, die ich in meiner gesamten Zeit im Internet kennengelernt habe und welche ganz besonderen Charaktereigenschaften diese Leute ausgezeichnet haben. Wir starten mit diesem Video mit einem meiner absoluten Lieblinge. Sein Name war Nestor. Dafür hole ich erstmal ein bisschen weiter aus. 2009 hatte ich einen eigenen Clan, das hatte ich auch schon in ein paar anderen Videos erwähnt. Der nannte sich Profi Nintendo Fighter. Das war ein Clan, in dem Leute gegeneinander Mario Kart Wii gefahren sind. In diesem Clan war ich ein Leader, einer von zweien. Der andere Leader war eher nur so eine Art Witzfigur, die jeden Tag geliebt ist und gejoint ist. Also das war eher nur so eine Ikone statt eine Person. Auf jeden Fall hatten wir bei uns in dem Clan einen Chat, der nannte sich Xat. Und in diesem Chat haben sich unsere Leute, die im Clan gefahren sind, immer getroffen und auch diejenigen, die uns herausgefordert haben. In diesem Chat waren aber auch allerdings ein paar Leute, die nur mit uns fahren wollten, weil sie Spaß haben wollten. Einer von denen zum Beispiel Nestor. Wie wir hier auf diesem wunderschönen Avatar sehen können. Er war in diesem Xat-Chat drinne und hat nichts anderes gemacht, außer Smileys zu schreiben. Er hat sich nur mit Smileys verständigt. Naja, und natürlich hat er noch seinen Freundescode geschickt und so weiter, aber er hat niemals irgendetwas anderes getan, außer Smileys zu schicken. Irgendwann, ich weiß nicht wann, irgendwann hatte mein anderer Leader die unglaublich tolle Idee, ihn zum Moderator zu machen. Also nur mal, um die Hierarchie zu erklären. Wenn man bei mir im Team ein Mitglied war, dann war man ein Member, also unterste Schublade, mehr oder weniger. Und dann kam erst die Moderator, und dann kam die Co-Leader und dann die Leader. Und dieser Kerl, der war einfach gar nichts in unserem Clan. Der war einfach nur im Chat und hat nur Smileys geschrieben. Und mein Leader hatte die Idee, ihn einfach zum Moderator zu benennen. Dann war er Moderator und, naja, was so ein Leader sagt, das ist ja erstmal Gesetz, ne? Aber was soll ich dazu sagen? Er war einfach immer nur da und hat nichts anderes getan, außer Smileys zu schreiben. Immer nur Smileys. Mein lieber Nestor, wenn du das hier irgendwann mal sehen solltest, ich grüße dich von hier aus. Schade um die alte Zeit. Ich wünschte mir echt, dass wir die wiederholen könnten. Naja, aber wie das immer so ist, man bekommt nicht immer das, was man möchte. Das war es soweit von mir. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag.